Hallo und herzlich willkommen zu unserem Familiengottesdienst, heute aus der Buchholter Kirche in Nordhorn. Wir, das sind Anna Nickel und Maike Ugrüsek. Wir haben diesen Gottesdienst heute für euch vorbereitet und freuen uns schon total darauf, jetzt mit euch zu feiern. Und das wollen wir tun im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Wort, Bund und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt, ein Werk seiner Hände. Amen. Genau, heute feiern wir auch ein paar Kinderlieder miteinander. Und dazu können wir sagen, es ist einfach spitze, dass du gerade da bist. Darum singen wir das Lied einfach spitze. Das funktioniert so, dass wir hier rausgehen und dann die Bewegungen sehen, die man mitmachen kann. Macht ihr die Bewegung auch mit? Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze. Alles ist aus. Jesus ist umgebracht worden. Er wurde hingerichtet und für die Jünger bricht die Welt zusammen. Sie wissen gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Alles, was Jesus ihnen in dieser Zeit erzählt hatte, was sie von ihm gelernt hatten, was seine Botschaft war, war das jetzt überhaupt noch wichtig? Sie saßen zu Hause und waren nur traurig. Sie konnten nur weinen. Sie mochten nicht vor die Tür gehen und nichts, weil die Leute guckten sie auch alle so komisch an. Sie wussten genau, dass sie zu Jesus gehörten, zu dem, der da wie ein Verbrecher umgebracht worden war. Nicht mal zur Beerdigung haben sie sich getraut. Zum Glück wussten sie, dass die Frauen dafür gesorgt haben, dass Jesus ein anständiges Begräbnis bekommt. Und jetzt? Hier in der Stadt bleiben? Nee, das ging irgendwie nicht. Zwei machten sich auf den Weg von ihnen. Sie konnten nicht dableiben, sie wollten nicht. Und sie machten sich auf den Weg von Jerusalem nach Emmaus. Ein Weg, der normalerweise so 2 Stunden dauert. Aber diesmal werden sie viel länger gebraucht haben. Weil sie so traurig waren. Weil ihre Beine so schwer waren. Weil ihr Herz so schwer war. Sie waren viel langsamer. Und sie gingen den Weg entlang und es war kein Wunder, dass sie auch ziemlich schnell von jemandem eingeholt wurden. Ein Fremder kam des Wegs entlang. Aber er überholte sie gar nicht. Wäre leicht gewesen, so langsam wie die waren. Er passte sich ihnen an. Er ging mit ihnen mit. Einfach neben ihnen her. Das fühlte sich irgendwie gut an, dass da jemand war, der mit ihnen diesen schweren Weg ging. Und irgendwann, als sie eine Weile zusammen gelaufen waren, kamen sie dann doch miteinander ins Gespräch. Der Fremde fragte, warum sie so traurig sind
Und sie fingen an zu erzählen von Jesus, von ihrem Freund, der ihnen so wichtig war und auf den sie ihr ganzes Leben umgestellt hatten. Sie hatten ihre Familien verlassen und waren mit ihm mitgegangen, weil der so mitreißend war, weil der ihr ganzes Leben neu ausgemacht hat. Und jetzt war er tot. Das war so traurig. Und doch fingen sie miteinander an zu erzählen. Von den Sachen, die sie mit Jesus erlebt haben, von den Geschichten, die er ihnen erzählt hatte, von dem, was sie zusammen erlebt hatten. Und das tat gut, einfach zu sprechen. Sie blieben stehen zusammen und erzählten. Weißt du noch das eine Mal, wo wir in die Stadt gegangen sind und da saß am Rand so dieser blinde Bettler und brüllte rum, dass Jesus zu ihm kommen sollte und ihn heilen sollte. Und alle haben ihn für verrückt gehalten. Niemand wusste, wer das war und was der sich rausnimmt, dass Jesus nun gerade zu ihm kommen sollte. Aber Jesus ist hingegangen. Und Jesus hat ihm geholfen, Jesus hat ihn geheilt, er konnte wieder sehen. Und er wurde von einem, von dem irgendwie nie jemand wusste, wer das überhaupt war, zu dem, den alle kannten, nämlich zu Bartimäus, dem Jesus geholfen hatte, endlich sehen zu können. Da ist für mich was ganz, ganz Besonderes passiert. Da habe ich gemerkt, Jesus ist der Retter, der das Leid der Kranken ändern kann. Oh ja, und weißt du noch, sagt da der andere, wo wir in dieser Stadt unterwegs waren und Jesus gepredigt hat und die ganzen Eltern mit ihren kleinen Kindern ankamen und auch wollten, dass die Kinder hören, was Jesus erzählt? Und wir dachten alle, das funktioniert doch überhaupt nicht. Um genau und richtig zu verstehen, was Jesus sagt, muss man doch viel größer sein. Das ist nichts für Kinder. Und wir wollten die wegschicken. Aber Jesus hat uns nicht gelassen. Er hat gesagt, nein, lasst die Kinder zu mir kommen. Die sind wichtig. Und ihr müsst so werden wie die Kinder, damit ihr es richtig macht. Da ist für mich was ganz Besonderes passiert. Da habe ich gemerkt, dass bei Jesus die Kleinen erst richtig groß sind. Oh, und weißt du noch, sagt da der Erste wieder, weißt du noch, als wir am See Genezareth waren, mit Tausenden von Leuten, Jesus hatte die ganze Zeit erzählt und es wurde Abend und wir merkten alle schon, dass wir Hunger kriegten, auch die Leute bestimmt, und wir sagten zu Jesus, Mensch, schick die nach Hause, wir müssen ja irgendwie die mit Essen versorgen und das können wir hier gar nicht, so viele wie das sind. Und er sagte, nö, sammelt mal ein, was ihr bei den Leuten findet und gebt ihr ihnen das zu essen, teilt es wieder aus. Und ich hätte nie gedacht, dass das klappt, aber das hat funktioniert. Wir konnten das austeilen und Tausende von Menschen sind satt geworden. Da ist für mich nochmal was ganz Besonderes passiert. Da habe ich gemerkt, dass bei Jesus Hunger und Ungerechtigkeit aufgelöst werden. Boah, diese ganzen Geschichten, die sie da erzählen konnten, was ihnen von Jesus wieder in Erinnerung kam, das tat ihnen so gut, dass sie all diese Dinge erzählen konnten. Und der Fremde hörte einfach nur zu. Das war richtig was Besonderes. Und dann fragte er auch was nach. Er sagte zu ihnen, musste Jesus nicht all dieses erleiden? War Jesus nicht der, der das Leid der Kranken gespürt hat? Der gemerkt hat, dass die Kleinen untergebuttert werden und der Hunger und Ungerechtigkeit erfahren hat? Da mussten die Jünger erstmal ganz schön nachdenken. Das war eine richtig schwere Frage. Sie konnten das nicht beantworten. Ich kann es auch nicht. Aber der Fremde hat ihnen das erklärt. Er hat ihnen von der Bibel erzählt, Geschichten aus der Bibel, ihnen erklärt, was die Propheten meinten, als sie viele Dinge sagten, die wichtig waren. Und sie haben so viel gelernt und irgendwie ganz viel mitgenommen an guten Botschaften für sich selber, dass sich ihre Herzen wieder etwas leichter anfühlten. Und sie merkten gar nicht, dass sie, während sie so zusammen im Gespräch waren, wieder angefangen waren zu laufen. Und sie liefen weiter Richtung Emmaus.
Irgendwann kamen sie an. Sie waren wirklich in Emmaus angekommen. Sie, die am Anfang noch wie gelähmt waren und mit schweren Beinen ganz langsam losgelaufen waren. Und jetzt waren sie doch da. Der Fremde schien zuerst weitergehen zu wollen. Aber sie luden ihn ein. Es war ihnen wichtig, noch weiter mit ihm zusammenzubleiben. Sie sagten: Herr, bleib doch bei uns. Es wird schon Abend. Komm, wir verbringen die Zeit noch zusammen. Lass uns zusammen essen. Und das taten sie. Und als sie gemeinsam am Tisch saßen, da sprach der Fremde das Tischgebet, als wäre er der Hausherr. Und er sagte vertraute Worte. Und es kam ihnen so bekannt vor, dass es ihnen wie Schuppen von den Augen fiel. Das ist gar kein Fremder. Das ist Jesus, der den ganzen Weg mit uns gegangen ist. Der immer noch bei uns ist und uns begleitet hat in dieser Zeit, wo wir so traurig waren. Und sie werden wieder ganz fröhlich. Und sie wollen unbedingt zurück nach Jerusalem und ihren Freunden davon erzählen, dass Jesus noch da ist und dass er sie in dieser schweren Zeit trotzdem begleitet hat, immer bei ihnen war. Und sie laufen los. Von Emmaus wieder zurück nach Jerusalem. Ein Weg, der normalerweise 2 Stunden bestimmt dauert. Aber so fröhlich, wie sie auf einmal wieder waren und so leicht wie ihre Beine und so froh, wie ihr Herz war, waren sie viel, viel schneller. Sie gingen zurück und erzählten allen davon, was sie erlebt hatten. Amen. Ja, zum Ende des Gottesdienstes singen wir noch einmal zusammen. Und zwar das Kinderlied vom Anfang bis zum Ende. Hält Gott seine Hände über mir und über dir? Ja, er hat es versprochen, hat nie sein Wort gebrochen. Glaube mir, ich bin bei dir. Abschluss des Gottesdienstes nochmal miteinander beten. Vater, ich danke dir für diese Geschichte von den Jüngern, die nach Emmaus gezogen sind, die dich am Ende erkannt haben, Jesus. Ich danke dir dafür, dass es Menschen gibt, die dich immer wieder anderen erzählen, die von dir erzählen. Danke dafür, dass du dich immer wieder in das Leben hineinbringst und dass Menschen, die auf der Suche sind, dich finden können. Ich möchte dich darum bitten, dass du allen Menschen, die schon mal was von dir gehört haben, wieder zeigst, dass du noch da bist, dass sie sich irgendwie an dich erinnern. Ich möchte dich auch darum bitten, dass du in der heutigen Zeit, wo wir durch die Corona-Krise so eingeschränkt sind, dass du uns wieder nahe kommst, dass du nahe bei denen bist, die im Moment niemanden haben. Bitte schenke uns neuen Frieden in unser Herz. Gib uns Gelassenheit, mit dieser Situation umzugehen. Und schenke uns Weisheit für das, was wir zu tun haben und was wir lassen sollten.
und all das, was wir noch nicht aussprechen konnten, das legen wir nun in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen nun Gott um seinen Segen bitten. Diesen Segen kann man mitmachen. Ich möchte euch bitten zu Hause, dass ihr auch ruhig die Bewegung mit Anna und mir mitmacht. Und das geht so. Du breitest in mir Frieden aus. Gott, lass ihn wachsen aus mir heraus. Du gibst meinen Füßen festen Stand und hältst mich geborgen in deiner Hand. Amen. So, das war's heute schon mit unserem Familiengottesdienst. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir sehen uns bald wieder beim nächsten Mal. Tschüss!